Naschkatze, wie steht's, Freund? Kannst du uns einen Gefallen tun? Siehst du die Kirche oben im See? Wir sollten ihnen vor einem Monat Honig liefern. Bring diese Gläser hin. Oh, und sei vorsichtig, sie sind ziemlich zerbrechlich. Yo. Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner The Offroad Truck Simulator auf dem PC, Folge 558. Ich hab's jetzt endlich rausgefunden. Hab extra ein YouTube-Video noch angemacht, hatte jetzt aber in der Zeit auch einen Kommentar bekommen mit dem Hinweis, dass es ja jetzt noch extra Aufsätze gibt, die wir uns natürlich mal angucken können. Mit dem Truck passt es aber nicht. Ja, für Folgen gleich eine Stunde 30 circa. Ja, eine Stunde 40 ist es ja tatsächlich, ne? Fünf Folgen sind ungefähr eine Stunde 40. So, wir wollen auch was schaffen. Wir wollen auch fertig werden. So, hier wissen wir, was wir machen müssen. Alle anderen Dinger sind ja auch schon offen. Den Tatra haben wir schon besorgt. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch die Wettkämpfe machen. Auf dieser Karte, das sind die beiden hier. Die sind beide sehr, sehr dicht dran, ne? An unserem Truck. Und mit dem werden wir das auch machen, mit dem Zix. Ich denke, der ist jetzt nicht der schnellste, aber er ist auch nicht der langsamste und er ist auch ziemlich überlebensfähig, von daher denke ich mal, ist er auch hier ganz gut geeignet. Wir haben noch genug Treibstoff mit dem Anhänger dabei, was das Ganze natürlich auch sehr gut macht. Da können wir auch wunderschön auftanken und so weiter. So, ich fahre direkt hin zur ersten. Machen wir erstmal den da, würde ich sagen. Den Anhänger lasse ich dann hier oben stehen, dann kann ich mich hier sogar noch reparieren und das ist ja wunderbar. Das Einzige ist jetzt nur, dass ich gucken muss, wie ich hier rumkomme. Erstmal muss ich mein Headset leiser machen, das ist ja... So, du da sollst dahin am besten. Ja, das ist natürlich... eine Sache, die sogar funktionieren könnte. Oder auch nicht. Wobei, doch. Wenn ich jetzt einfach so mache, dann wende ich jetzt einfach so. Ja, dass er da nicht lenken will, ist natürlich jetzt wieder klar. Dann muss ich es jetzt halt ganz... lang machen quasi. Imagine, es gibt Leute, die den Zix scheiße finden. Da frage ich mich dann aber auch ganz ehrlich, wieso, weil... Also gut, Optik ist natürlich Geschmackssache, das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie die Optik vielleicht jetzt nicht so nice finden, aber ich meine, es ist der beste Truck im Spiel, meiner Meinung nach. Vielleicht nicht der effizienteste, aber auf jeden Fall mit der stärkste Truck, mit den Collops halt. Zum Ziehen von großen Ladungen, ne? Also ich verstehe nicht... Ich meine, wenn man freiwillig auf sowas verzichten will, dann kann man es natürlich gern machen. Es gibt auch manche, die spielen das Spiel halt auch lieber nochmal Hardcore und so, ne? Aber ich bin da ehrlich gesagt froh, dass es solch einen Truck gibt. Und auf diese Stärke greife ich dann doch immer wieder ganz gerne zurück. Um dieser Stärke werden wir jetzt auch die zwei Wettkämpfe hier bestreiten. Bitte ohne von der Brücke zu fallen. Ich danke vielmals. Aber da oben muss ich hin. Und dann wäre es schon mal nicht schlecht, wenn wir beide Wettkämpfe heute hinkriegen. Und dann den Anhänger zurückbringen und dann müssen wir den Dings aufsatteln. Und dann müssen wir ja nur noch... Den lasse ich jetzt erstmal stehen. Ich werde jetzt danach tanken nochmal voll. Ist alles voll, wunderbar. Dann kann ich den jetzt hier lösen. Der bleibt ja hier auch stehen, denke ich mal. Ja, und dann... ich muss überhaupt mal gucken, was das ist. Ich werde wahrscheinlich erstmal starten, gucken, wo ich hin soll und so weiter. Und dann werde ich das neu starten. Ja,
Jetzt kommt, wir fallen hier oben. Oh, wunderbar. Ja, ich wollte höchstens noch die Session und eine andere machen. Vielleicht noch eine dritte, allerhöchstens. Aber dann soll es ja auch zu Ende sein. So. Schneller als die Flut. Ich habe auf dich gewartet. Das heißt, dass du der schnellste Fahrer da draußen bist. Wir sind früher zum Spaß an den See gefahren. Und meine Rekordzeit ist noch immer ungeschlagen. Wie wäre es, wenn du beweist, dass all diese Gerüchte um dich mehr als nur heiße Luft sind? So, wir haben 5 Minuten 30 für Gold, 7 Minuten für Silber und alles drüber ist Bronze. Also Silber hätte ich schon gern mindestens. Problem ist, ich muss natürlich erstmal gucken, wo es lang geht. Okay, wir müssen 4 Punkte quasi abräumen. Ich mache mir erstmal ganz entspannt die Route. Und dann starte ich das neu. Ja gut, jetzt fahren wir natürlich die ganze Zeit so weit. So, hier müssen wir hin. Dann können wir hier theoretisch auch am Rand langfahren. Hier kommen wir auch übers Ding rüber. Eine ganz schöne Strecke. Okay. Na gut. Ja, aber guck mal, dann sind wir ja auch schon fast wieder. Dann fahren wir auf der anderen Seite wieder hoch und dann sind wir auch wieder da. Passt. Dann richte ich mich noch richtig aus. Dann starten wir den Kram neu. Wir wollen es ja direkt machen. Huch. Ist das jetzt schlimm? Nee, nichts kaputt gegangen. Ich repariere trotzdem jetzt nochmal. Ja, ich wende erst richtig und dann andersrum. Ja, ich habe es schon gesehen, aber ist ja jetzt nicht so schlimm. Man kann ja neu starten. Ich wollte mir nur die Route davor schon mal markieren. Das finde ich halt immer blöd. Man sieht es halt erst, wenn es schon läuft, quasi. So, nochmal schön reparieren vom Reparaturwerkzeug. Zack. So. Und dann machen wir jetzt hier einen soliden Neustart. Und dann geht's los. Schauen wir mal, was für eine Zeit so drin ist. Es wird bestimmt Trucks geben, die besser dafür geeignet sind. Ja, aber ich bin ja jetzt hier nicht drauf aus, alles auf Gold zu fahren. Gemacht ist gemacht für mich, das reicht. Und jetzt geben wir Gas. Ja, das musste jetzt natürlich passieren, ja. Ja, sag mal, ist das jetzt mal gut? Das ist ja unfassbar. Ja, und kipp ruhig auch noch um. Ja, klar, kippst du noch um. Egal, den müssen wir uns eh nachher wiederholen. Den können wir ja wieder aufrichten, aber... Ey, das ist ja ein unfassbar freches Verhalten, ne? Sowas kann man ja leiden. Aber warte, muss ich jetzt... Nee, ich fahre erstmal hier oben hin. Ich hab alles auf Gold, war aber auch ein Krampf, ja. Deswegen... Nach dem ganzen Stress und der Frustration von den ganzen Aufgaben und sowas alles, da brauche ich nicht noch mir hier den Stress machen. Hier noch alles auf Gold zu knüppeln. Zumal, wenn du verkackst, musst du erstmal den ganzen Weg wieder zurückfahren und es dann normal probieren. Also, nee, kann ich irgendwie sehr, sehr gut drauf verzichten, sage ich mal. Ich mache hier auch lieber ein bisschen vorsichtig, damit wir das hier auf jeden Fall auch schaffen. So. Hier können wir ja wunderbar langfahren. Das trifft sich auch super. Hier kriegen wir jetzt die nächsten beiden Punkte relativ zügig. Das sind aber schon 2 Minuten um, Alter. Leck mich am Arsch. 5 Minuten ist halt schon eine richtige Kampfansage. Die glaube ich auch nicht, dass wir die jetzt schaffen. Machen wir vielleicht auf hoch. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langsamer hier so, aber ein bisschen stabiler ab und zu, ne? Die Gänge hier, die lassen sich ja immer ganz gerne ein bisschen ablenken. Komm.
Jetzt müssen wir hier rüber. Komm, 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 komm. Bis jetzt ganz gut aus eigentlich. Wir kommen echt gut voran. Ja, der Truck ist halt aber auch einfach. Oh. Jetzt müssen wir ja quasi nur noch das da rumfahren, aber das 2 Minuten ist, glaube ich, das wird nichts. Gott, hier ist ein bisschen Schlamm. Dann fahren wir ein bisschen am Rande und dann hat sich das auch erledigt. Mit dem kannst du es machen. Ein paar andere Trucks wären da schon lange umgefallen. Ah ne, das war schon zu früh. Ah, das könnte knapp werden. Jetzt wirklich knapp. Das könnte knapp werden. Vielleicht schaffen wir es sogar. Ich habe es mit dem Tatarin gemacht. Ah ja, der. Dieser Scouter quasi. Mit dem bin ich nie so warm geworden, weil der hatte so schlechte Eigenschaften für Wasser, soweit ich mich erinnere. Und damals, die russische Map hatte viele Wasserstellen, dann bin ich da immer nicht durchgekommen mit diesem Scheiß. Ja, wir könnten es wirklich schaffen. Jetzt auf Gold. Das wäre natürlich noch was. Wir schaffen das. Guck mal. Wunderbar. Einmal durchziehen! Oh. Ich stell mal vor, du hast noch 10 Sekunden und dann bist du hier in so einer Stelle, wo du nur so langsam vorankommst. So. Zack. Gold. Easy. Schneller als die Flut. Das war schon was. Um ehrlich zu sein, dachte ich, du würdest einfach abhauen, aber du hast dir meinen Respekt verdient und dazu noch eine kleine Belohnung. Mit 650 Erfahrung und 3200 Belohnung nochmal in 4 Minuten 36 beendet. Bin ich sehr zufrieden? Gold haben wir schon mal gemacht. Und damit 91%. Jetzt geht's richtig los. Ich will die Karte aufmachen, drück dreimal den falschen Knopf. Ich werde ja. So, dann fehlt jetzt nur noch auf dieser Map die letzte Aktion. Ist die Naschkatze. Da müsste ich eigentlich hier hin. Gucken wir mal. Das was wird so. Wenn nicht, müssen wir halt den langen Weg drum rumfahren. Ich muss eh den Wartungsanhänger holen. Naja. Ja, was war denn mein Scout? Also seitdem der hier da ist, nehme ich auch den hier eigentlich für Scouten, weil der halt meistens auch deutlich länger hält als die ganzen Scouts. Ich habe zum Beispiel immer ganz gerne den Jar genommen. Diesen 6x6er. Ja, ich und mein Anhänger. Ich lass den da jetzt nicht einfach liegen. Was soll denn das? Stell dir mal vor, du wärst der Anhänger. Würdest du da gerne stehen gelassen werden einfach und vor dich hinrosten? Nee, ne? Aber egal, ich nehm ihn mit. So, das gehört für mich dazu. So, und ich habe mir auch noch was überlegt, den Tatra Phoenix mal zu testen. Da steht nämlich auch noch ein Anhänger auf der anderen Map rum im Wasser. Ja, da bin ich mir nicht so sicher, ob der Tatra der richtige Truck für ist, aber das wäre das ideale Gebiet, mal den zu testen, was er so kann. Ob wir uns auf den verlassen können, ob wir den vielleicht mal benutzen. Sprit haben wir sogar noch ein bisschen was da. Das müsste eigentlich noch reichen, um den anderen Wettkampf zu starten. Wobei, ja doch, wir haben ja sogar noch was auf dem Rücken. Mit dem hier. So, das Problem ist, ich müsste da oben jetzt halt hoch, ne, aber das wird wohl nichts, es sei denn, ich fahre jetzt hier. Wenn der Truck das macht, dann könnte man es sogar hinkriegen, hier hochzukommen. Yes. Ja, der macht das eh. Dann können wir das jetzt nämlich unterbrechungsfrei direkt hinterher kloppen. Dann schaffen wir nämlich sogar beide noch diese Folge. Nächste Folge bringen wir dann den Kram zurück. So. Da ist er. Naschkatze, wie steht's, Freund? Kannst du uns einen Gefallen tun? Siehst du die Kirche oben im See?
Wir sollten ihnen vor einem Monat Honig liefern. Bring diese Gläser hin. Oh, und sei vorsichtig, sie sind ziemlich zerbrechlich. Yo. Maximal 50 Schaden erlaubt. Ach du Scheiße. 4 Minuten. Wo muss ich hin? Einfach nur da runter. Da ist ja sogar auch eine Brücke hin, scheinbar. Ah ne, das ist keine Brücke, die man befahren konnte, oder? Weiß ich gerade nicht mal. Ja, ich könnte natürlich jetzt probieren hier runter, aber das ist irgendwie nicht so die Idee, oder? Probier es einfach mal. So, dann vielleicht hier irgendwie so. Dann wäre das ja eigentlich schnell erledigt. Ist sogar wirklich sowas mit Imker und so Kram. Finde ich echt gut gemacht. Von den Details her auch, ne? So, da Neustart und los. 50 Schaden? Boah, da komme ich auch gar nicht runter. Naja, belastend halt. Müssen wir es zur Not halt doch andersrum machen. Am Ende komme ich hier gar nicht mehr raus, so. Nee. Ah, wunderbar. Ich fahre mich hier gerade fest. Das ist eine super Sache. Es sei denn, ich kriege jetzt vorne so ein bisschen rum. Ja, na, guck mal, perfekt. Ja. Jetzt muss ich da nur noch hinten hin. Noch keinen Schaden, wir haben kein Zeitlimit, ist alles super. Ist alles super, alles im grünen Bereich. Nur ein bisschen auf den Schaden aufpassen. So. Langsamer, so, und jetzt müssen wir mal gucken. Siehst du, da kannst du halt eh nicht fahren. Ob man jetzt hier einfach reindüsen kann. Weiß ich jetzt halt nicht. Ja doch, hier kann ich auf jeden Fall fahren. Hier kann ich auf alle Fälle fahren. Ja, nicht aufsetzen, das wäre jetzt ganz wichtig. Oh ja, ganz wichtig. So, wie mache ich denn das? Kann ich jetzt hier einfach rüberfahren? Das wäre dann ziemlich hilfreich. Ja, geht. Perfekt. Na, dann haben wir es ja erledigt hier in 2 Minuten. Ha! Mit 0 Schaden bis jetzt. Das sieht ganz gut aus. Ja, warte, du machst hier alles und dann kommst du nicht aus dem Wasser? Ach. Ja, aber halt. Laber mich halt voll. So. Zack. Erledigt. Auch Gold. Endlich. Der Honig ist da. Mann, so ein feiner Tropfen. Der hat uns wirklich gefehlt. Ich meine Honigtee. Tee ist doch klar. Wenn du zufällig in der Nähe bist, komm vorbei und lass dich verwöhnen. Das Ganze gibt nochmal 460 Erfahrung und 2100 Belohnung. Abgeschlossen in 2 Minuten 25. Oh, wunderbar, wenn das nicht super ist. Damit sind wir jetzt bei 94%. Es geht super voran. Das heißt, es fehlt nur noch ein Wettkampf drüben und die Mission. Ja. Wenden hier. Ich will jetzt erstmal zum Anhänger fahren noch heute. Ja, bitte jetzt nicht so eine Scheiße. Danke. Das wäre es jetzt halt noch. Dann werde ich hier erstmal noch aussortiert. Aber ich meine, wie krank ist der Truck? Der fährt hier einfach durch so. Es juckt ihn halt alles gar nicht so. Weißt du, was ich meine? Halt einfach so fahren.
fahre ich jetzt hier halt einfach so. Ah, hier sind noch die Steine. Da ist aber noch was. Das rettet mir jetzt den Arsch. Ja. So, wunderbar. Und da oben ist noch unser Anhänger. Dann fahren wir wieder zurück. So schnell geht das. So kommt man gut voran. Wenn das so weitergeht, sind wir wirklich nur noch eine Session. Noch heute und noch eine andere Session für die zwei Touren der Holzstämme. Und dann sind wir tatsächlich vor der sechsten Phase fertig. Komplett mit einer Phase. Das hatten wir noch nie. Das hatten wir ja davor noch nie. Wahnsinn. Da fühlt man sich auch wirklich dann sehr, sehr gut dabei. So, Kraftstoff ist sogar auch noch in Massen vorhanden. So, my friend, what's wrong with you? Was ich dann mache, wenn ich mit der Phase vor Beginn der sechsten Phase fertig sein sollte, was ja jetzt ganz offensichtlich danach... Digga, dieser Fixer, Alter. Dann spiele ich so lange halt die älteren Maps noch weiter, ne? Die Zeit wird natürlich ausgenutzt, ist klar. So. Das hat es jetzt erstmal nicht besser gemacht, aber... Natürlich müssen wir da noch... Ich hatte gehofft, ich könnte den so schon mal in die richtige Richtung bewegen. Aber jetzt habe ich es irgendwie nicht gerade besser gemacht. Ah, doch, jetzt, ja. Ja, ich werde dann wahrscheinlich Taimir oder Alaska oder sowas weiter spielen. Eben dann so lange, bis die da ist, die andere. Die andere Phase. So, da sind wir doch dabei. Ist das zu fassen hier? Ist schon, also dieser Anhänger ist schon maximal frech, ne? Der ist frech wie Sau. Egal, im Blitzmodus gehen wir jetzt zurück. Ja, so, dann machen wir da noch den Wettkampf vielleicht direkt noch fertig. Ich glaube, ich fahre sogar auch wieder hier rüber. Das geht relativ schnell dann, weil man hier nicht ganz so lange fahren muss. So. Wenn du willst, kann ich dir mal die versteckten Upgrades zeigen. Das wäre natürlich ziemlich nett. Das wäre ziemlich nett, weil tatsächlich fehlen mir in Alaska noch ein paar Upgrades. Unter anderem natürlich den Topmotor für den Caterpillar und so weiter. Weil ich dann einfach keine Zeit mehr hatte, da zurückzukehren. Da könnten wir die Zeit natürlich wunderbar nutzen. Um das zu erledigen, ja klar, können wir gerne mal machen. Natürlich müsste ich mir dann die Standorte merken, weil ich natürlich das Finden auch in den Aufnahmen haben möchte. Ne? Ich mache nichts offscreen in diesem Spiel. Außer mal ganz kurz irgendwo rausfahren, wo ich mich festgefahren habe oder so weiter. Aber sonst mache ich alles in der Aufnahme. In Taimir weiß ich gar nicht. Ich muss mal ganz kurz glotzen. Ah, da dürfte auch was fehlen. In Michigan habe ich tatsächlich alle gefunden. Hier in Alaska fehlen 4. Oh, hier in Taimir fehlen tatsächlich sogar noch 7. Auf der Halbinsel Kola habe ich nicht ein einziges gefunden. Die waren irgendwie alle versteckt. Aber Halbinsel Kola war auch so ein Beschiss. Also das war so ein Beschiss. Die Aufklärungstürme haben mir nur die Hälfte der Map aufgeklärt und die Upgrades sind alle auf der anderen Hälfte. So ein Beschiss, also ganz ehrlich, das haben sie nicht gut. Halbinsel Kola, das war, glaube ich, war das nicht sogar die erste Phase? Die war so beschissen. Das fand ich fast schon die beschissenste Phase. Ey, das kannst du ja vergessen.
Die war, also die Map an sich war okay, auch wenn die Hälfte wieder dieser zugefrorene See war. Das fand ich auch nicht gerade so ansprechend, aber naja. Der Halbinsel Cola hat mir nicht so gefallen. Gab es da nicht sogar zwei Maps und ich war sogar nur auf der einen oder so, keine Ahnung. Ich kenne die zweite nicht mal, wahrscheinlich sind von da. Ach ja, da war doch Imandra, oder? War das nicht Imandra? Und die Map fand ich so verloren einfach. Ich war auf dieser Map einmal, um sie aufzuklären, das war's. Also ich habe da gar nichts gemacht. Also da habe ich wirklich nicht sonderlich viel gemacht. Jetzt tu ja nicht so. Aber ich sehe ja schon, wir sind ja schon wieder längst am Ende dieser Folge. Mein Gott, ich wollte eigentlich schon. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge hier weiter, Freunde. Bringen wir dann zurück und machen dann noch den letzten Wettkampf. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.